Das wahre Gesicht des Krieges lernten wir erst kennen, als wir auf sogenannte Search-and-Destroy-Einsätze geschickt wurden. Das hieß nichts anderes, als dass wir in irgendeiner Ecke des vietnamesischen Dschungels ausgespuckt wurden, um dort nach Vietcongs und deren Sympathisanten zu suchen und sie zu eliminieren. Bis zu diesem Tag hatte das Töten immer woanders stattgefunden.